Der Graf. Frontmann der Gruppe Unheilig. Sein musikalischer Weg, eine ewige Suche nach sich selbst. Ich war immer auf der Suche nach einer Bestätigung. Ich wollte auf die Bühne. Ich wollte die Menschen. Weil wenn du auf der Bühne stehst, war es bei mir immer so, habe ich mich nicht alleine gefühlt. Ja? Ich war auf der Bühne wertvoll. Kommt, singt mit uns! Erst mit 30 schafft der Graf es als schwarz-weiße Kunstfigur auf die ersehnte Bühne. 10 Jahre später hat er endlich seinen Superhit, Geboren um zu leben. Das Album steht 3 Jahre in den deutschen Charts, allein 56 Wochen in den Top 10. Das erfolgreichste Album eines deutschen Künstlers, das es je gab. Jeder denkt wieder, wir spielen eine neue Ballade. Ja. Das werden wir nicht machen. Der Graf mit seiner Band im Studio, mitten im Münsterland. Die Hand im Blick, ich schürfe für mein Seelenheil. Ja, Gott auch. Ja, so muss das machen. Ich mag mir gerne einsingen gehen. Die Hand im Blick. Okay, ein bisschen mehr Level. Ich schürfe für mein Seelenheil. Ja. Macht voll Laune. Noch wird am neuen Song gefeilt. Und dann machen wir den neu. Oh, 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 oh. Nee, das ist zu Weihnachtsmann-mäßig, ne? Ich kann den auch so ein aber der kommt nicht durch, ne? Oh, 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 oh. Der, ne? Ja. Die markante Stimme, sein Markenzeichen. Sollen wir noch alle ein Hey machen? Oder soll ich noch mal Hey drüber schreien? Hey! 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 Der Graf, im Studio ein akribischer Perfektionist. Da geht immer noch ein Sound immer noch unter, das ist dieses... Ja. Wollt ihr ein ganz neues Lied hören? Ja! Das Lied heißt Goldrausch. Die weiblichen Fans bevorzugen Balladen. Seine Vorbilder waren aber immer die harten Jungs von Rammstein. Es gab immer Ballerburg-Nummern, also nenne ich das so, die einfach dazu da sind, Spaß zu machen, Freude zu haben beim Konzert und wo du mal einfach die Sau rauslassen kannst, wenn ich das mal so eben sagen kann. Vor seinen Fans gibt er alles, fast alles. Zwar erzählen die meisten Songs von seinen innersten Gedanken und Gefühlen, doch sein Familienumfeld will er vor den Boulevardmedien schützen. Und zieht daher eine klare Grenze. Das ist, glaube ich, für einige Menschen schon so normal geworden, dass man jetzt von jedem erwartet, dass er gleich alles erzählt. Mein Haus, meine Familie, Mama, Papa. Quatsch. In dem Moment, wo du andere Dinge als das, was du machst, in die Öffentlichkeit hebst, reden die Menschen nur noch über irgendwelche Belanglosigkeiten, die mit dem Eigentlichen, was du kreativ tust, darüber reden die dann gar nicht mehr. Da habe ich keinen Bock drauf. Und aus dem Grunde rede ich über mein Privatleben nicht. Da können sich die Leute auf den Kopf stellen. Alpenpanorama in Österreich, 2000 Meter Höhe. Unter den Wolken, Zell am See. Abseits vom Trubel entstehen seine Videos für das neue Album Gipfelstürmer. Im vertrauten Umfeld langjähriger Mitarbeiter gibt der Graf sich schon mal privater als üblich. Wir müssen gleich mal kurz Pause machen wegen meinen Füßen, weil die frieren mir gerade echt ab. Okay. Weil es ist arschkalt in diesen Slippern. Also wenn wir die nicht drauf haben müssen, ziehe ich mir super gerne normale Schuhe an. Kleine Aufwärmpause, dann müssen die Slipper doch wieder ran. Das schwarz-weiße Outfit samt Gehrock ist sein Markenzeichen.
Nur so präsentiert er sich der Öffentlichkeit. Jeder Moment ist inszeniert und durchdacht. Das sieht zwar immer so aus, als ob der sich jetzt da irgendwie nur auf die Wiese stellt und einen intelligenten Gesichtsausdruck macht und das war's, aber das ist echt eine totale Konzentration. Weil man muss bei einem Fotografen jede Sekunde einen anderen Ausdruck im Blick haben, irgendwo anders hingucken. Guck mal wieder in die Richtung, in die du gerade geguckt hast. Es ist auch noch ein Unterschied, ob man der Blick auf 5 Metern stoppt oder noch bis zum Horizont geht. Und das, das sieht man auch und das macht er auch sehr gut. Er ist ein Charaktergesicht, was sich sehr gut fotografieren lässt. Er ist einfach was Besonderes und das macht ihn interessant. Aber die Figur ist schon eine Kunstfigur. Das ist halt Popmusik, wo es immer wieder Kunstfiguren gibt. Eine große Bühne für Kunstfiguren der Popmusik ist jedes Jahr der Eurovision Song Contest. Hier will er es nun allen zeigen. Liederschreiben, Platten, Konzerte sind für ihn inzwischen Routine. Beim ESC dagegen sucht er den Kick. Im Kampf um den ersten Platz. Weil das Kribbeln auch wieder da sein soll. Ja, also das, was wir jetzt hier heute machen, ist totales Neuland. Es wird der schwerste Auftritt meines Lebens, glaube ich. Bis ans Ende der Welt. Er setzt sich selbst unter großen Druck. Nur ein Sieg kann ihn weiterbringen. Denn es gibt noch ein unerfülltes Ziel. Der ESC ist für mich auch eine große Möglichkeit, mich dem internationalen Publikum zu stellen, ganz klar. Wenn wir nach Kopenhagen fahren dürfen, spielen wir da vor 150 Millionen Menschen bei einem Auftritt. Der Aachener hat in Köln fast ein Heimspiel. Es gibt keine Mitbewerber von seinem Kaliber. Und er ist davon überzeugt, seine Fans werden für ihn anrufen. Er hat sie im Internet abstimmen lassen, ob er beim ESC mitmachen soll. Fast 32.000 waren dafür. Nur 2.000 dagegen. Nun steht er im Finale, singt gegen eine bislang völlig unbekannte Frauenband aus Berlin. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen Luft holen, aber ich bin sehr glücklich im Moment. Und jetzt hoffen wir, dass die Menschen noch anrufen. Und dann bin ich noch glücklicher. Dann die Überraschung. Mit nur einem Punkt Vorsprung gewinnt die Berliner Frauenband Eliza. Also dem Abend danach war ich ein paar Stunden lang total traurig. Der Traum vom internationalen Markt ausgeträumt. Bis es in Deutschland geklappt hat, hat es circa 10 Jahre gedauert. Diese Zeit müsste man in jedem Land der Welt investieren, um dann da vielleicht die Möglichkeit zu haben, irgendwo Fuß zu fassen. So alt werde ich nie. Die Zweifel werden größer. Der Grundgedanke war ja schon da, willst du das beenden, aber es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. So. Die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt hat sich der Graf im Leben oft gestellt, hat immer seinen Weg gesucht. Ich bin irgendwann von der Schule nach Hause gekommen und habe gestottert. Und keiner wusste, warum. Es gibt kein Ereignis, ja, oder irgendwas, das ist irgendwie mal da gewesen. Und ich glaube, dass sich von da an mein Leben schon so ein bisschen geändert hat. Ich machte alles, was nicht mit Reden zu tun gehabt hat, wie zum Beispiel Sport oder viel Kunst. Es ist die Geschichte eines Jungen, der als Kind seine Sprache verliert und sich trotzdem mitteilen will. Wenn es draußen geregnet hat, habe ich eigentlich immer oft so gezeichnet. Immer ein bisschen abstrus. Frankenstein legt seinen Schöpfer auf den Tisch. Ein bisschen gruselig war es immer schon. Und Musik war auch mit 13 oder so immer irgendwo. Oder deine Tagträume, wenn du gerne mal ein Star sein willst. Im Unterbewusstsein mag sein, dass es irgendwie da war, dass Musik schon zu dem Zeitpunkt eine Rolle gespielt hat. Ich habe mit 12 Jahren angefangen. Und so wünscht sich der junge Graf von seinen Eltern eine Orgel. In dem Moment, als die Orgel zu Hause ankam und in meinem Kinderzimmer stand und ich die ersten Töne gespielt habe, war das ein Gefühl, was ich nicht kannte. Da kam etwas in mein Leben,
Eine Emotion baute plötzlich Bilder in meinem Kopf auf und ich konnte mein komplettes Umfeld vergessen. Und diese Angst war eben weg, nicht reden zu können. Die Musik nimmt ihm die Angst. Mit ihr kann er sich ausdrücken, ohne zu reden. In seinen Kompositionen liegen die Melancholie und die Sehnsucht großer Filmmelodien. Und ich merkte, wenn ich mehr Instrumente habe, kann ich mehr machen. Meine ganzen Bilder, die ich im Kopf habe, konnte ich mehr vertonen. Und da war mir klar, ich wollte irgendwann ein Studio haben mit ganz vielen Keyboards und konnte Musik schreiben. Das war mein großes Ziel. Ein Ziel, ein Wille. Aber nicht jeder gibt ihm die Unterstützung, die er dringend braucht. Wenn du als Kind stotterst und so ein bisschen durch die Schule eierst, gibt es natürlich auch Lehrer, die dir das nicht zutrauen. Einer, der stottert, muss eigentlich einen Beruf machen, wo er nicht bei redet. Irgendwas in einem Raum ohne Außenkontakt, ja, wo du die ganze Zeit still sitzt. All diese Erfahrungen verarbeitet der Graf in den Texten seiner Lieder. 30 Jahre später rechnet er in dem Lied Spiegelbild mit denen ab, die ihm damals nicht helfen wollten. Denn wo sind all die klugen Stimmen, die dein Leben einfach blasen? Wo sind sie hin? Und wo sind all die Besserwisser, die nur lachten und dich schaffen? Jetzt sind sie still, endlich still! Wenn ich an diese Menschen denke, denke ich nur, sie haben Unrecht gehabt und ich habe trotzdem meinen Weg. Mir geht es darum, denen zu zeigen, manchmal soll man Menschen mehr zutrauen als sich selber. Wenn er heute zu den ersten Klängen Backstage auf seinen Auftritt wartet, hat er einen langen Weg hinter sich. Der Traum vom Berufsmusiker begleitet ihn über eine abgebrochene Lehre als Zahntechniker, 4 Jahre Sanitäter bei der Bundeswehr und schließlich eine Lehre als Hörgeräteakustiker. Und nebenbei jede freie Sekunde für die Musik. Das war so die erste CD, ja, die ich mir damals selber im Schlafzimmer produziert habe. Und dann habe ich immer gewartet, bis keiner mehr da war in der Wohnung oder in dem kompletten Mietshaus und habe dann gesungen, was mir einfiel. Irgendwelche englischen Sachen. Und ich habe mich damals schon The Graf genannt. Das war mein Künstlername. Die Musikszene in Aachen ist überschaubar. In den gelben Seiten findet er den Musiker Grant Stevens. Der Graf trifft zum ersten Mal einen Profi und ist beeindruckt. Da waren Platten an der Wand, Bilder, der hat eigene Alben gemacht, der hat schon Videos gedreht. Der ist rund um die Uhr mit Musik beschäftigt und kann davon leben. Und das war sowas, wo ich dachte, hey, es geht. Ich habe seine Stimme gehört. Ich dachte, wow, eine tolle Stimme. Und ich bin auch Sänger und natürlich Stimmen, wo man beeindruckt wird, ist immer selten. So, und die Stimme war einfach toll. I can't explain this pain, what I feel, if the rain falls again. Wir gingen in sein Studio nachts, nach seinem Arbeitstag, so um 18 Uhr oder was, haben wir fast täglich getroffen. Viel geraucht, viel Kaffee getrunken, bis manchmal 5 Uhr morgens, bis wir dachten, oh ja, sollen wir vielleicht aufhören. Der Graf muss sich entscheiden, Hörgeräteakustiker oder Berufsmusiker. Wieder kündigt er seinen Job, setzt auf volles Risiko und findet durch Grant Stevens tatsächlich einen Produzenten. Mit ihm macht er die erste Single. Sorge ja war halt die erste Single, die wir bekommen haben. Ich sehe das Cover noch ganz genau mit Kontaktlinsen und vorgekrallten Händen und dem schwarzen Anzug. Das ist mir noch ein Begriff.
Für das Video bastelt er an einem, wie er glaubt, einmaligen Erscheinungsbild. Das war total do-it-yourself. Sein Vetter hat Kamera gemacht und geschnitten. Ich habe die Requisiten gesammelt. Seine Mutter hat seinen Mantel genäht. Bisschen enger sitzt er als früher. Geht's? Ja, ja. Ah ja. An den Schultern ist er zu eng. Und am Bauch auch noch ein bisschen eng. Fast wie früher. Früher, im Jahr 2000, erster Auftritt beim Doomsday Festival in Dresden und beim Wave Gothic Treffen in Leipzig. Sein Projekt hat nun einen Namen. Unheilig. Ich hatte extrem große Angst vor dem ersten Auftritt. Ich hatte extrem große Angst vor diesen ganzen Menschenmassen. Ich wollte mich verkleiden, damit ich mich stärker fühle. Ja. Sag ja. Also der Mantel sollte ganz klar auch so ein bisschen Aggression, agromäßig ausdrücken. Stärke, Kraft, irgendwie komme ich nicht zu nah, ich bin gruselig, ich bin böse. Weil ich wollte mich damit natürlich stärker fühlen. Zusätzlich noch mit diesen Kontaktlinsen, die natürlich den Menschen noch mehr verunsichert haben, dem mir dann gegenüberstand. Und ich habe immer böse geguckt, immer wie so ein Wolf, der am Knurren ist, wenn du ihm zu nahe kommst. Weil ich mich nicht getraut habe, einfach so zu sein, wie ich bin. Was in Aachen so böse und knurrig wirkt, ist in der Szene Normalität. Wir sind da eigentlich schon einiges gewohnt gewesen, da wir ja in der Szene schon ein paar Jahre unterwegs waren. Und dann war das jetzt nicht wirklich ein Exot, was das anging. Also es haben halt viele mit Kontaktlinsen und mit schwarzen Klamotten gearbeitet. Aber er war schon eine Rampensau, um es mal so zu bezeichnen. Also es hat man schon gemerkt, dass der einer ist, der vorne dran steht. Komm, tanz mit mir! Vorne am Bühnenrand ist sein Platz. Der Platz im Leben, nach dem er so lange gesucht hat. Er stand auf die Bühne einmal und er hat explodiert. Es war ein anderer Mensch. Nichts mit Stottern. Es war einfach so, er stand da so ein fertiges Star quasi. Könnt ihr noch immer? Wirklich? Kommt, ich sehe euch nicht. Das war für mich wow. Ich hab's geschafft. Auch der junge Keyboarder Henning Verlage ist im Publikum. 2001 habe ich mir Unheilig tatsächlich als Gast sozusagen angeguckt. Wir haben auf dem gleichen Festival gespielt, eben dem Wave und Gothic Treffen in Leipzig. Und da dachte ich, ach gut, da gehe ich einfach mal rüber und gucke mir das mal an. Also da war ja auch noch gar nicht klar, dass ich da mal Keyboard spielen soll. Da war ich auf jeden Fall schon beeindruckt, dass du so, auch da schon so einen charismatischen Typen auf der Bühne gesehen hast, der halt ja, wirklich irgendwie alles gibt. Das ist ein richtiger Typ, das ist ein richtiger Charakter. Nach dem Auftritt sind mir die Knie weich geworden, dann bin ich da kurz mal zusammengesackt hinter der Bühne, war ganz aufgeregt und ganz fertig und wusste aber, dass ich dieses Gefühl immer wieder haben wollte. Wie der kleine Junge, der immer so gezeichnet hat, damit er eine Bestätigung bekommt, war dieses Gefühl um tausendfach mehr. Der Graf ist angekommen und diesen Platz möchte er nicht wieder hergeben. Mit seinem Management entwickelt er einen Plan. Damals haben wir die Entscheidung getroffen, wir wollen den langen Weg gehen. Das heißt, wir wollen uns ein Fanpotenzial aufbauen über die Elektronik-Gothic-Szene, in der wir halt als Unternehmen uns auch gut auskannten, weil wir die ganzen Festivals besucht hatten mit vielen anderen Bands, die wir damals noch betreut haben. Da konnten wir durch unsere Kontakte viel erreichen. Endlich kann er sich mitteilen und die Leute hören zu. Leute der für ihn neuen Gothic-Szene. Der Erfolg gibt ihm Kraft. Der ist ja wirklich jeden Tag, genau wie wir ins Büro gefahren sind, ist in sein Studio gegangen und hat an sich, an seiner Musik, an dem Fortschritt, wie ich meine Musik weiterentwickeln kann, gearbeitet. Hart gearbeitet. Gothic, die schwarze Szene, sein erstes Publikum. Es sind treue Fans und sie werden immer mehr. Im Mittelpunkt seiner Musik stehen nun melancholische Tonfolgen, andere Welten, das Thema Sterben. Gerade hat er seine geliebte Oma in den Tod begleitet. Und da gab es halt diese Situation, wo sie mich noch mal sehen wollte. Warte mal kurz. Wo man da ja zu ihr geht und man ist total traurig und man denkt, um Gottes Willen, du darfst nicht gehen.
Aber wo so eine Herzlichkeit zurückkam, dass das das Normalste der Welt war, dass sie jetzt geht. Ja, und das war eine... Pause. Das war eine Größe in dem Augenblick, wo ich gemerkt habe, dass der Tod etwas ist, was einem eine ganz gewisse Dankbarkeit zurückgeben kann, auch wenn man diesen Menschen dann quasi gekannt hat. Und das hat mich so sehr berührt, dass ich abends nach Hause gefahren bin, nachdem wir uns alle von ihr verabschiedet haben, und dieses Lied geschrieben habe, Stark. Das Leben ist mehr, als wir sehen, Schatten, die an uns vorüberziehen. Ich sehe die ältere Dame da immer noch sitzen auf einer Wolke, wenn ich auf der Bühne stehe. Die ist immer noch da. Ne? Und ich glaube, dass sie mir etwas gegeben hat, glaube ich, was sie gar nicht wusste, weil ich glaube, sie hat den ersten, also diesen ersten Knopf in mir gedrückt, der dafür verantwortlich ist, seine Musik dafür zu nutzen, sich auszudrücken. Das erste Lied, das er auf Deutsch schreibt. Spätestens jetzt weiß er, nicht nur durch Musik kann er sich ausdrücken, auch mit Worten. Mit dem ersten Erfolg hat er das Bedürfnis, etwas zurückzugeben. Ab jetzt ist er viel unterwegs. Neben den Tourneen gibt es zahlreiche ehrenamtliche Auftritte für Kinder. Seine Lieder über Leben und Tod wecken in vielen todkranken Menschen den Wunsch, den Grafen persönlich kennenzulernen. So besucht er manchmal Kinderhospize. Ein anderes Mal tritt er in Möbelhäusern auf, wo kranke Kinder vor den Fans in der ersten Reihe sitzen dürfen. Ein unvergessliches Erlebnis. Das sind Kinder wie die kleine Hanna, die sich die Begegnung mit dem Grafen gewünscht haben. Kranken Kindern neue Kraft zu geben, das ist das Ziel des Vereins Herzenswünsche, den der Graf seit Jahren unterstützt. Auftritt in Münster, im historischen Friedenssaal. Gepflegtes Bürgertum erscheint, wenn Herzenswünsche ruft. Der Name des Grafen soll Sponsoren locken, denn wer für Kinder Gutes tun will, braucht Geld dafür. Der Graf sitzt jetzt in der ersten Reihe, nicht in einer Kammer ohne Menschenkontakt. Schön. Und findet wieder Anerkennung. Dann sagte er, ich glaube, bei mir geht's jetzt mit der Karriere bergauf und auf dem Wege würde ich euch gerne mitnehmen. Auch darunter konnte ich mir nichts vorstellen, weil ich nicht wusste, wohin die Fahrt geht. Aber er gefiel mir als Mensch so sehr und ja, ich habe dann das Radio angestellt und dann lief Geboren, um zu leben. Und da dämmerte es mir so langsam, was da auf ihn und uns zukommen würde. Wir waren geboren, um zu leben, mit den Wunden jener Zeit. Sich niemals zu vergessen, bis in alle Ewigkeit. Wir waren geboren. Zwar wird er schon vorher auf Festivals als Topband gebucht, hat aber weder Chartsplatzierungen noch eine goldene Schallplatte. Wie wertvoll leben. Der ganz große Erfolg fehlt. Dankeschön. Doch der Gipfel rückt näher. Sonnenalarm auf 2000 Metern Höhe. Die Garderobe des Grafen erlaubt keine Kopfbedeckung. Sonnenschutzfaktor 30 muss das Fotoshooting retten. Jetzt ist warm. Heute Morgen habe ich mir einen abgefroren und jetzt ist super warm. Ist total schön. Der kahle Kopf, Markenzeichen des Grafen, wird zur Problemzone. Der tut richtig weh jetzt schon. Wir können das jetzt durchziehen, aber dann werden wir morgen nichts mehr machen können. Weil ich fühle das, weißt du, wenn ich so mache, ist das so wie so Feuer. Der Graf ist leidensfähig. Er möchte Bilder für sein neues Album. Da passt es nicht zu kneifen, trotz aller Umstände. Der Graf sieht sich in der Pflicht. 2009 kam die große Plattenfirma und wollte ihn groß rausbringen. Zusammen haben sie es geschafft, weil beide fest daran geglaubt haben.
Wir haben die Songs damals gehört und haben da schon gedacht, das sind Songs, die sind so gut, die müssten eigentlich viel mehr Leuten zugänglich sein. Für das Komponieren dieser Songs braucht der Graf keinen ruhigen Ort. Und man kann eigentlich immer Musik machen. Also ich kann das. Ich kann Rasen mähen und habe gleichzeitig diese ganze Musik immer im Kopf wie so eine Scheibe, die sich so die ganze Zeit dreht. Das klingt so ein bisschen wie so ein Wahnsinniger, aber das ist auch so. In diesem Augenblick ist man wirklich nur in dieser ganzen Welt da drin. Seine Methode führt dennoch zum Erfolg. Also ich merke das tatsächlich, dass wenn du so als studierter Musiker an Sachen rangehst, immer gerne alles irgendwie logisch haben möchtest und korrekt. Und dann kommt halt jemand, der davon einfach keine Ahnung hat und bringt aber irgendwie dann kreative Sachen an den Start, wo du denkst, ach so, ja stimmt, das kann man auch so kombinieren. Auch die Art zu produzieren ist für die Plattenfirma alles andere als gewöhnlich. Der war wahrscheinlich bestimmt schon irgendwie gewohnt, ne? Irgendwie nur große Studios oder so professionelle Studios und musste dann durch den Hausflur deiner Eltern hoch ins Kinderzimmer und saß auf so einem Birkenmöbel. So alles nur so birkenmäßig, so wie man das früher halt hatte in den 80ern. Und da saßen wir dann in diesem Jugendzimmer, wo eigentlich alles rausgeräumt war, außer das stand voll mit Equipment. Und also unter Studiobedingungen, aber im Prinzip kein Aufnahmeraum, kein Ding, sondern es war einfach voll mit Keyboards, Computern, Effektgeräten und so weiter gestanden. Und das war schon skurril, da hinten auf dem Clubbett zu sitzen und gemeinsam Musik zu hören. Und dann haben sie mir eben da diese Klavieridee vorgespielt. Das große Problem war die Strophe. Und alle haben gesagt, das ist ein Wahnsinnsrefrain, super, und keinem hat die Strophe gefallen. Genau. Und da hatten wir das. Ohne dich zu leben, jeden Tag zu jeder Zeit einfach alles zu geben. Und du hattest gesagt, genau, geh mal immer höher. Genau, von der Strophe, dass sich das aufbaut. Ja. Genau der. Genau. Da weißt du ganz genau, da habe ich gesagt, das ist es. Ja. Und? Ja. Wer übt es weiter? Was? Wir üben nicht, wir drehen gerade. Wir drehen eine Doku. Das Fernsehen ist hier. Ja. Aber ist kein Problem. Du hast Musiker schon... kennen sich mit dem Fernsehen gar nicht aus. Ich möchte mal gerne kurz Hallo sagen gehen. Entschuldigung. Ich übe dann mal weiter. Gleich nebenan ist die Garderobe von Anna Loos. Als der Graf mit Geboren um zu leben die Charts stürmt, liefert er sich mit ihrer Band Silly einen spannenden Zweikampf beim Bundesvision Song Contest. Es gibt ein Kopf-an-Kopf-Rennen hier. 10 Punkte nach Sachsen-Anhalt zu Silly. Also irgendwann hatten wir auf einmal das Gefühl, oh Gott, wir könnten das Ding tatsächlich gewinnen, weil es war schon echt ein knappes Höschen. Vielen Dank, Bob und das Fahren. Damit steht der Sieger des Bundesvision Song Contest fest. Zum ersten Mal ist es Nordrhein-Westfalen und unheilig. Da konnte ich dieses Lob zum ersten Mal mit nach Hause nehmen. Ich konnte dieses Lob, diesen Preis mit nach Hause nehmen und wenn ich morgens aufgestanden bin, konnte ich mir den angucken. Kommst du schon klar? Ja, das ist mein allererster Preis, den ich hier so bekomme. Ich habe vorher noch nie einen Preis für meine Musik bekommen. Und plötzlich merkte ich, dass ich diese Bestätigung, wenn ich auf die Bühne muss, eigentlich gar nicht mehr so brauche. Weil ich gelernt habe, anhand von dem, was ich erreicht habe, Selbstbewusstsein zu schöpfen. Und dafür war dieser allererste Preis ganz wichtig. Auch sein Album startet von 0 auf 1 in den Charts. Sein Erfolg irritiert selbst die Fachwelt. Wenn mich jemand gefragt, ob ein Genre-Act aus dem oder aus einem anderen Genre so in so einer Dimension wachsen kann über ein Album, hätte ich gesagt, nein, das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich. Allein der Bandname Unheilig, da hat dann schon jeder gesagt, ach nee, das weiß ich nicht. Das finde ich ja sicher eher irgendwo um 12 Uhr auf dem Friedhof als irgendwie in den deutschen Charts. Und unsere Aufgabe ist dann gewesen, diese Ressentiments sozusagen aufzubrechen. Der Plattenfirma gelingt es, dass Unheilig endlich auch bundesweit im Radio gespielt wird.
große Freiheit kommt aus den Charts gar nicht mehr raus. Es steigt nicht nur von 0 auf 1, sondern bleibt gleich 15 Wochen ununterbrochen auf dem ersten Platz. Ein ganzes Jahr in den Top 10, 3 Jahre in den Charts. Damit ist es das erfolgreichste Album eines deutschen Künstlers, das es je gab. Aus der Nische zum Massenphänomen. Als Unheilig zu uns kam, da hatte, glaube ich, der Vorgänger des Albums hatte dann 30.000 Alben verkauft. So, wir haben dann mit der großen Freiheit über 1,7 Millionen verkauft. Und alles im Kinderzimmer geschrieben, genau. Im Kinderzimmer geschrieben. Und ich habe eingesungen in dem anderen Kinderzimmer, wo noch die Kinderbetten von deinem Bruder und von dir standen. Ja? Was damit passiert ist, hat natürlich niemand geahnt. Nicht ansatzweise. Kein bisschen. 7-mal Platin gab es für das Album. Täglich laufen die Songs im Radio, Fernsehauftritte, Talkshows. Der Medienhype ist auf vollen Touren. Wir wissen, was dann passiert, wenn solche Erfolge und wenn solche Aufmerksamkeiten eben halt kommen, was dann eigentlich auch auf einen zukommt als Künstler, womit man umgehen muss. Wie plötzlich auf dem roten Teppich 5 Kamerateams auf einen zustürzen. Also es gab ganz konkrete Ansagen, die kamen aus Berlin, aber eben auch in Absprache mit dem Grafen. Wir wollen Interviewtraining, wir wollen Sicherheit in Interviews und wir wollen vermeiden, dass der Star stottert. Er ist der Shootingstar des Jahres. Dann also erfüllen diese Menschen quasi diesen Kindern diese Wünsche. Alle wollen das Interview mit dem Grafen. Das kann ein Hubschrauberflug sein. Die Situation macht ihm sichtlich zu schaffen. Leider ist das schon ausverkauft. Ah. Also was heißt leider, also glücklicherweise. Also bei ihm ist es so, dass er auf Ihre Frage natürlich eine Antwort im Kopf hat, genau wie ich jetzt eben auch, aber den ganzen Satz schon vor seinem inneren Auge sieht und das Wort, was ihm Angst macht, die Lautangst oder die Wortangst, kommt ja immer näher und parallel sucht er in einer Art Karteikasten im Hinterkopf, ich mache jetzt hier richtig auch schon die Bewegung, nach einem alternativen Wort. Das ist ein enormer Stress, sich auf das zu konzentrieren, was Sie fragen, zu antworten und eine Alternative zu suchen, während das Wort näher kommt. Also ich weiß gar nicht, wie man diesen Druck permanent eigentlich aushält. Ja, meine Damen und Herren, die Jury hat entschieden und das Album des Jahres geht an Unheilig. Herzlichen Glückwunsch. Mit dem Erfolg kommen die Preise. Jetzt heißt es reden statt singen. 2011 geht er noch mit großer Angst an das Rednerpult. Also erstens mal möchte ich meinen Eltern danken. Ganz großes Dankeschön natürlich an euch alle da draußen und dann natürlich Universal Music. In dem Moment sind alle Augen auf dich gerichtet. Es ist in diesem Saal total still. Man hört nur so ein... Und sich all dem zu stellen, obwohl ich diese Angst habe. Ich meine, wer von uns macht das? Wer begibt sich freiwillig immer wieder in so eine Situation mit unserer größten Angst? Gegen die Angst helfen auch keine schmeichelnden Worte. Er ist ein kerniger Typ. Und doch voller Gefühl. Er ist der Aristokrat der Musikszene, der Graf von Unheilig. Dieses Mal wird er keine gewöhnliche Dankesrede halten. Die Angst wird für ihn kleiner, wenn er sie mit anderen teilt. Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung und ich habe allerdings im Vorfeld sehr große Angst gehabt vor diesem Rednerpult hier und den Worten, die ich gerne sagen möchte. Ich bin von Kind an Stotterer. Und gerade wenn du dann so eine Situation hast, ist das halt nie so, was man etwas also vorher planen kann. Dankeschön. Manchmal hat man gute Tage, manchmal schlechtere Tage. Aber gerade wenn man so eine Angst hat, glaube ich, das ist ganz wichtig, dass man sich dieser Angst dann auch immer wieder stellt. Ja, ich stand mit auf der Bühne und ich muss sagen, ich fand das sehr, sehr mutig von ihm. Und ich habe davon ehrlich gesagt vorher nichts gewusst und ich war sehr überrascht, dass er das bei einer so großen Preisverleihung macht. Und da habe ich ihm auch schon gesagt, dass ich das wahnsinnig bewundere, dass er so offen war und dass er einfach die Menschen eingeladen hat, sie wissen zu lassen, was er in seiner Kindheit auch durchgemacht hat. Und trotzdem ist er aus ihm aber so ein großer und toller Star geworden. Früher schwarze Szene, jetzt Glitzerwelt. Showtime. Hat der Erfolg ihn verändert? Er ist versöhnlicher, toleranter.
Aber einige Fans aus der schwarzen Szene von damals fühlen sich verraten von seiner Kooperation mit der Schlagerwelt. Doch der Graf will nicht nur eine Szene bedienen. Hat sogar Schlager geschrieben, auch für Helene Fischer. Er lebt die Musik. Möchte vieles ausprobieren. Wenn ich ein Lied schreibe, 2004 oder 2006, das heißt Freiheit, wenn man auf die Texte achtet, sieht man meine Lebenseinstellung. Da war eigentlich von vornherein klar, dass ich keinerlei Grenzen kenne. Keinerlei Grenzen. Ich werde da sein für die, die du liebst. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Das ist dein Applaus. Er gehört auf jeden Fall zu den Kollegen, die sich nicht verbiegen lassen haben. Millionen von Menschen berührt er mit seiner Musik. Trotzdem ist er aber einfach durch und durch, man spürt es einfach, er ist ein Rocker. Und das ist auch gut so. Und das hört man, finde ich, auch noch in seinen Alben, ob sie alten oder die neuen sind. Rocker oder Rampensau, der Graf ist der Frontmann. Seine Band begleitet ihn, hält sich im Hintergrund. Keyboarder Henning ist Dozent an der Uni Münster. Gitarrist Licky arbeitet neuerdings an einer Solo-Karriere. Okay, wie war der? Der war super. Hast du noch einen Tipp für mich? Nee, mach mal. Ich rück dir so ein bisschen auf der Pille. Seit 10 Jahren schreibt Licky Songs, aber keine Plattenfirma will ihn. Und dann haben wir gesagt, oder ich auch gesagt, ich kenne das, weil das gleiche Problem hatte ich vor ca. 15 Jahren auch. Und wir machen das jetzt selber. Ein Star, der noch gut weiß, wie schwer der Anfang im Musikgeschäft ist. Erstmal hat er mir eine Menge Gesangstipps gegeben. Und er hat mir dann so Tricks gezeigt, wie man auch den ganzen Körper so einsetzt und so weiter. Ich finde es super. Auch mit dieser hohen Stelle? Ja, ich finde es super. Ich bin ja jetzt hier reingekommen, um mal zu gucken, wie er so steht. Weil am Anfang war der Licky ja immer ganz klein. Und jetzt steht er so da, das finde ich super. Deine Tipps habe ich auch. Ja, alles gut. Jetzt genommen. Nee, ich finde das total toll, weil das hörst du direkt. Guten Abend, Köln! Where are you? Licky ganz vorne. Sein erstes Konzert in Köln vor 400 Zuschauern. Bei diesem Lied steht auch der Graf auf der Bühne. Zum Duett. Wo bist du? Danach Autogramme, Fotos. Getreu dem Grundsatz, jeder, der ein Autogramm will, wird auch eins bekommen. Ich kann mich an ein Festival erinnern, wo Graf quasi mittags angefangen ist mit der Autogrammstunde, es über die Doors-Open-Zeit hinausging, also weit über 22 Uhr hinausging, und er immer noch da stand. Bei 10.000 Zuschauern geht das heute nicht mehr. Nur ausgewählte Gruppen kommen in den Backstage-Bereich. Und jetzt sind wir nur für euch da. Ja? Ihr könnt Fotos haben, Knuddler haben, was ihr gerne haben möchtet. Du hast doch ganz viele Briefe, auch ganz viele Karten geschickt oder so. Du bist das. Ja. Das ist ja cool. Ist sie da so? Warte, ja, gleich. Ganz ruhig. Nicht so zittern. Ich zitter nicht. Ach so, komm mal ran. Ja. Ich bin da. Oh, ja. Genau. Danke. Mach irgendwas. Drehst du gerade ein Video oder so? Ja, oder sowas. Oh, nee. Danke. Was das schon? Ich habe ja gar nicht richtig geguckt. Ich war da gar nicht so weit. Käsekuchen, Affenkotze, Arschbombe. Und immer wieder ins Studio. Für dein Leben zu kämpfen. Seit 3 Jahren arbeitet er an der neuen CD. Nach 2 erfolgreichen Alben ist der Druck groß. Er will noch besser sein, es soll nur bergauf gehen. Wie immer will er es allen zeigen. Im Hintergrund sitzt wieder Sigi Schuller, der Mann von der Plattenfirma. Noch wirkt er ganz entspannt. Es läuft die letzte Feinarbeit. War das mit der geilste von allen? Ja! Gott! Ich habe die Anmerkung von Dietmar, dass man das noch verstärken könnte. Ob man das nicht noch mal im Schlussrefrain oder noch mal überbetont. Weil du nicht nur dich auf dem Weg siehst, sondern du siehst ja auch, dass es ganz vielen anderen Leuten so geht. Und du meinst und du wir forderst dann? Und du forderst sie ja auf, mitzugehen oder den Weg auch so zu gehen. Dann wäre dann, wir öffnen unsere Augen und sehen so viele wie dich und mich. Es ist nicht hundertprozentig logisch, macht aber trotzdem Sinn. Ja, würde ich mal sagen, nehmen wir auf. Wir öffnen unsere Augen
und sehen so viele wie dich und mich. Jeder geht seinen Berg hinauf und will spüren, dass er nicht alleine ist. Finde ich super. Machen wir so. Der Berg auf über 3000 Meter Höhe. Fotos für das neue Album Gipfelstürmer. Der Fotograf hat eine Plattform über dem Abgrund ausgewählt. Herrliches Panorama, aber der Gipfelstürmer hat Höhenangst. Boah, ihr seid doch blöd, ey. Ihr seid echt bescheuert. Ich habe das gar nicht auf der Uhr gehabt, dass das, hier, dass das so hoch ist. Ich habe da gar nicht dran so gedacht. Boah. Ey, halt dich. Ey, komm, mir ist auch nicht besonders gut hier. Und dann, als ich dann hier rauskam und das so gesehen hatte, hier mit dieser Spitze, die ins Nichts ragt, da ist mir schon übel geworden. Nach vorne gucken. Wieso konnten die nicht hier noch irgendwie so ein paar Stäbe drunter machen? Wieso muss das so frei sein? Und ich wusste ganz genau, wenn dieses Ding da ist, dann will ja jeder, dass ich da jetzt drauf gehe. Erik, ich gehe jetzt dahin und du fotografierst direkt, ne? Ihr könnt da vorne stehen bleiben, weil das ganze Ding wackelt und das ist echt eine Überwindung für mich. Ich habe vor unheilig extreme Höhenangst gehabt. Und im Laufe der letzten 15 Jahre gab es immer wieder Situationen, wo man diese Angst überwinden musste. Die Angst ist immer noch da, aber der Umgang damit ist ein anderer. Abends wird mit dem Team der nächste Tag besprochen, das Übliche. Und dann ist noch etwas Wichtiges zu sagen. Ja, es gibt bestimmte Dinge, die möchte ich gerne, dass ihr die von mir hört. Und nicht übers Internet, Presse, TV. Das Album Gipfelstürmer kommt am 12.12.2014, dieses Jahr. Und das wird mein letztes Album sein. Das heißt, wir gehen danach noch ganz normal auch auf die kommende Gipfelstürmer-Tour. Und dann gibt es 2016 ein großes letztes Konzert. Und danach wird das Kapitel unheilig geschlossen. Und wird auch nicht mehr quasi geöffnet. Ich möchte mich einfach aus der Öffentlichkeit als Künstler verabschieden. Wenn es nicht so wäre. Der Graf zieht die Notbremse. Bei mir ist es immer so, dass ich körperlich zu Hause bin, aber geistig nicht. Dann. Ich bin geistig immer in der Musik. Wenn ich mich mit Freunden treffe und mich mit denen unterhalte, sitze ich die ganze Zeit und bin im Kopf alles zusammen am Setzen. Und wirklich teilnehmen an einem Gespräch, an einem Leben, an einer Situation eines anderen Menschen, den du ja so vielleicht sogar noch liebst, das geht ja gar nicht. Und das fehlt mir. Das spüre ich jetzt. Ich brauche das für mich. Der Sänger, der anderen immer wieder den Wert des Lebens erklärt hat, hat diesen Wert nun für sich selbst entdeckt. Lange Jahre war die Musik sein Antrieb und Heilmittel. Hat aus dem schüchternen Jungen und dem unsicheren Musiker einen starken und erfolgreichen Mann gemacht. Doch jetzt verlässt der Graf die Bühne. Schließlich ist auch er geboren, um zu leben. Und jetzt bin ich bereit, quasi nach diesen 15 Jahren für das normale Leben. Ich habe mich quasi selber therapiert. Es ist Zeit zu gehen.